Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. In dieser Ausgabe schauen wir uns das erste Fahrzeug des Autopass an. Naja gut, okay, wenn man die 8 Bonusfahrzeuge außen vor lässt, ist es das erste. Und zwar der 2019er Subaru WRX STI S209. Und ich würde auch sagen, wir schauen einfach direkt mal auf den Autopass. Da sehen wir das Ganze nämlich nochmal in der Übersicht. Eben hier diese 8 Bonusfahrzeuge, diese 6 Formula Drift und die beiden Forceback Racing Modelle. Ja, wie gesagt, sind Bonusfahrzeuge in diesem Pass und dementsprechend zähle ich sie auch nicht als... Das erste Fahrzeug für mich ist das erste Fahrzeug eben der Subaru. Interessant ist hier vor allem auch, dass im Namen das WRX gestrichen wurde. Ich habe auch nochmal nachrecherchiert, ob das wirklich so ist. Aber ja, es gibt kein S209 ohne WRX. Also es ist ein WRX STI. Ja? Warum und wieso das so wichtig ist, das werde ich dir in dieser Folge vielleicht noch ein bisschen näher bringen. Ich würde auch sagen, wir wollen das Fahrzeug direkt mal fahren. Und nein, wir gehen nicht direkt auf die Teststrecke, sondern wir fahren erstmal vielleicht dahin. Denn es gibt zur Teststrecke auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Erstmal auch vielen Dank für das erste Feedback zur Teststrecke schon mal. Also es kam sehr, sehr gut an, das Video, was mich sehr natürlich freut. Und ja, für all diejenigen, die immer noch nicht so ganz verstanden haben, ja, was jetzt so besonders an dieser Teststrecke ist, naja, du wirst es mit der Zeit nach und nach immer mehr verstehen, denn je mehr Folgen es gibt, je mehr Fahrzeuge da drauf fahren, desto mehr ist sie dann auch irgendwo sinnvoll. So, ich weiß jetzt die Route nicht 100% richtig, deswegen setze ich sie mal zum Startpunkt. So weit ist es eigentlich gar nicht entfernt, wir können sogar schön über die Brücke fahren. Aber ja, es gibt mir auch vielleicht ein bisschen die Möglichkeit, um dich ein bisschen abzuholen, was denn dieser S209 eigentlich ist. Denn die Geschichte eines Subaru WRX oder WRX STI ist natürlich ein bisschen länger. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo ich irgendwo anfangen soll. Soll ich jetzt direkt bei dem Modell anfangen? Soll ich allgemein bei der Geschichte anfangen? Es gibt so viel zu erzählen und es gibt so viel zu tun. Es wird wahrscheinlich auch ein Zweiteiler werden, diese Folge. Denn wir haben ja schon gesehen, dass der hier ein mächtiges Bodykit bekommen kann. Deswegen habe ich mir überlegt, einmal mache ich eine Rallye-Version. Das wird wahrscheinlich in dieser Folge sein. Und dann gibt es nochmal eine zweite Folge mit dem Fahrzeug. Da bauen wir dann so ein Street Racer auf mit dem geilen, fetten Bodykit und so weiter. Deswegen, ja, gibt es genug Zeit, auch genug zu erzählen zu diesem Fahrzeug. Vielleicht ganz kurz mal, für was WRX eigentlich steht. WRX steht für World Rally Experimental. Also das X quasi aus Experimental ist quasi dann der Namensgeber für das Kürzel. Ist eigentlich so ähnlich wie bei PXH. Ja, weil PXH heißt ja nichts anderes als oder steht eigentlich auch für Pixelhelden. Ja, für das steht PXH. Da haben wir auch das X zwischendrin einfach mit reingenommen. Also scheinbar ist es gang und gäbe, so zu machen. Das ist eben hier nicht die einzigen. Ja, und STI steht für Subaru Technica International. Ist, wenn man so möchte, ja, der hauseigene Motorsport- oder die eigene Motorsportmarke, die aber auch Tuningteile herstellt, eben auch Modelle vertreibt. Also da ist alles so ein bisschen mit dabei. Man könnte fast schon sagen, so ähnlich wie AMG vielleicht. Wobei AMG war ja wirklich was Eigenes und wurde dann quasi offiziell eingekauft. Bei STI oder englisch ausgesprochen STI, also Subaru Technica International, ist ja schon von selbst gegründet worden. Mit einem guten Budget damals, ich glaube in den Ende der 80er Jahre war das sogar. Und dann, ja, ist halt viel entstanden, gerade halt auch im Rallye-Sport, ja. Also ich glaube, dieses STI und WRX und so, das hat halt den Namen einfach, ja, im Rallye-Sport gemacht. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Und es sollte auch jedem irgendwo ein Begriff sein. Und ja, dieser STI S209 ist halt insofern besonders, weil er erstmal auch eine Reihe fortführt. Ja, ich glaube, einer der ersten bekannten STI war der S201, ja, damals noch aus der ersten Generation. Und ja, der S209 stellt halt innerhalb dieser Generation nochmal ein ganz besonderes Modell dar. Aber dazu erzähle ich gleich im Laufe der Folge immer zwischendrin mal ein bisschen mehr, weil wir sind eigentlich schon da an der Teststrecke. Und bevor ich jetzt hier über die Geschichte anfange zu erzählen, ja, dann müsste ich hier anhalten und rumstehen. Das ist ja auch irgendwie doof. Das wollen wir ja auch nicht. Deswegen, ich habe schon mal so einen kleinen Appetizer, wie man das so schön in Neudeutsch, Altenglisch sagt, gegeben. Und dann kannst du dich gleich auf ein bisschen mehr freuen. Auf was du dich jetzt freuen kannst, ist natürlich die Teststreckenrunde. Die darf natürlich nicht fehlen. Wir wollen ja auch wissen, was das Ding hier so in der Serie leistet, was es so kann. Und vielleicht auch schon mal direkt ein bisschen was zu den technischen Eckdaten erfahren. Das schadet ja auch nicht. Ja, eine Frage ist natürlich, wie kann man die Teststrecke überhaupt starten? Das habe ich auch immer wieder mal gelesen. Natürlich kann man jetzt hier direkt an den Startpunkt fahren, wie ich es jetzt gemacht habe. Muss man aber nicht. Man kann tatsächlich einfach auf Creative Hub gehen. Und dann gehst du hier auf Event Lab. Und dann hast du, wenn du hier auf Veranstaltungsblaupausen gehst, unten die Möglichkeit, da gibt es unten das Suchen. Ja, wenn man es jetzt auf dem PC mit der Tastatur ist, eine andere Taste mit dem Controller, ist es eben das Suchen. Das ist die
ja, damalige Select-Taste, glaube ich. Da klickst du drauf und dann gibst du einfach hier beim Freigabecode den Freigabecode ein. Den findest du unter anderem auch, wenn du in der Videobeschreibung gibt es quasi die Bestenliste. Die Tabellenübersicht der besten oder der Teststrecke ist eben auch der Freigabecode nochmal vermerkt. Ansonsten kannst du es natürlich jetzt hier aus der Folge auch absnacken. Das ist eben die 913, 280 und dann die, ups, die 452. Und dann solltest du eigentlich auch genau diese Teststrecke finden nach einer kurzen Suchzeit. Genau, da ist sie auch schon. Dankeschön auch schon für 103 Herzchen. Ja, und genau, die wollen wir machen. Die starten wir dann. Ich mache das jetzt aber mit einem kleinen Cut, weil ich bin die Runde natürlich schon gefahren. Also immer wieder in dieser geilen Zeitblasenphysik gefangen. Aber ist egal. Ich würde sagen, wir hören uns gleich bei der Teststreckenrunde. Mal gucken, eben was der Subaru WRX STI S209 da so geleistet hat. Ja, und wie angekündigt, schauen wir direkt mal aufs Datenblatt des S209. Da sehen wir, im Herzen arbeitet ein 2,5 Liter Vierzylinder Boxer Turbomotor, der ja einen Ladedruck von 1,24 Bar anliegen hat. Das resultiert in einer Leistung von 345 PS und 450 Newtonmeter Drehmoment. Das Ganze wird mit einem 6-Gang manuellen Schaltgetriebe durchgeschalten. Das Gewicht des STI liegt bei ja, knapp 1,5, fast schon 1,6 Tonnen. Trotzdem sprintet er von 0 auf 100 dank eines Allrads in 4,4 Sekunden. Und die Höchstgeschwindigkeit wird dann bei 261 km/h erreicht. Ja, da wir auf der Teststrecke sind, habe ich natürlich auch schon mal ein bisschen Feedback gesammelt. Wie fährt sich denn dieses Fahrzeug in der Serie? Habe ich da schon Schwächen herauskristallisieren können? Und ja, tatsächlich kann ich sagen, das Fahrzeug fährt sich super angenehm. Ich war echt erstaunt, wie geil sich das Fahrzeug fahren lässt. In ja, die Kurve rein, aus der Kurve raus, in der Kurve selbst, überall mega geil zu fahren. Schnappt euch das Ding mal in der Serie und fahrt mal ein bisschen damit. Ihr habt echt euren Spaß. Das einzige Defizit, was mir wirklich negativ aufgefallen ist, ist auf der Bremse. Ich glaube, diese knapp 1,6 Tonnen merkt man dann schon. Also man muss schon aufpassen, wenn man anbremst. Man darf nicht zu hart anbremsen, aber auch nicht zu schwach. Also muss man schon den richtigen Bremsdruck irgendwo finden, gerade wenn man ohne ABS anbremst. Man hat auch die Gefahr bei diesem Fahrzeug, auch wenn man es ein bisschen übertreibt, dass man so ein leichtes Lift-of-Oversteer bekommt, also dass die Hinterachse leicht wird. Kann man auch zu seinem Vorteil nutzen, ja, dass man das Fahrzeug so ein bisschen reindreht, aber kann natürlich auch viel Zeit kosten. Ja, das ist mir so aufgefallen, also deswegen mein erster Tuning-Punkt wäre schon mal, wenn wir ihn nur leicht anpassen würden, vielleicht bessere Bremsen oder etwas weniger Gewicht oder etwas bessere Reifenmischung. Und mehr Leistung geht natürlich auch immer. Ja? So, das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Ja, ansonsten gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ich lasse dich mit den letzten Sekunden noch mal alleine. Und dann schauen wir einfach mal auf die Zeit des S209. Und mit einer 2 Minuten 20 491 setzt er sich tatsächlich hinter den Alpine A110, den ich ja noch in der letzten Folge ja angedichtet habe, dass er zu wenig Leistung hat. Aber hier sehen wir einfach mal, dass Leistungsgewicht einfach halt auch doch nochmal wichtiger ist, einfach um kurz das so ins Gedächtnis zu rufen. So ein Alpine A110 hat knapp 100 PS weniger als dieser WRX STI, wiegt aber halt auch über 400 Kilogramm. Weniger. Also das Leistungsgewicht, was ja eben aus Leistung und Gewicht resultiert, ist einfach beim Alpine viel, viel besser und dementsprechend ist er auch fast knapp eine Sekunde schneller bei einem sehr ähnlichen Leistungsindex. Trotzdem kann man wiederum sagen, der Leistungsindex stimmt bis jetzt, also auch hier sortiert sich das Ganze ja nach der Reihenfolge in der Liste ein. Aber ja, wollen wir hier gar nicht länger verweilen, sondern springen direkt zurück zum Fahrzeug. Ich bin hier schon mal immer noch in der Open World, hier in der Drohne. Und da können wir uns das Fahrzeug ja auch nochmal so ein bisschen angucken. Wobei, interessanter wäre es eigentlich auch mal, den Motor so ein bisschen unter der Haube zu sehen. Deswegen vielleicht verlassen wir einfach direkt den Drohnenmodus, springen zurück zum Festival. Da fahre ich jetzt nicht hin, sondern wir nutzen einfach hier mal die Schnellreisefunktion. Und dann können wir im Forza Vista-Modus vielleicht auch nochmal ganz kurz reingucken. Ich öffne da einfach mal alles und dann sehen wir hier im Herzen eben diesen 2,5 Liter Boxer Vierzylinder Turbomotor. Schön auch hier oben nochmal das S209 angeprangert.
Ja, sehr, sehr schön. Ja, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ich habe ja gesagt, in dieser Ausgabe möchte ich auf jeden Fall direkt so ein bisschen in die Rallye-Geschichte einsteigen. Und ich glaube, das machen wir jetzt einfach auch mal, bevor ich da lange große Reden schwinge. Fangen wir gleich mal an mit dem Tuning. Wir könnten beim Motor tatsächlich auch ein bisschen was ändern. 6,2 Liter V8-Motor. Ein 2 Liter Boxer-Vierzylinder-Turbo-Rallye-Motor. Der ist sogar, glaube ich, aus einem Subaru, aus der Rallye-Variante, die wir ja haben im Spiel. Oder dann natürlich der 4-Liter Boxer 6-Zylinder aus dem GT3 RS. Wäre natürlich auch eine coole Überlegung. Ich meine, ein Boxermotor ist natürlich, tatsächlich gibt zwei Marken, mit denen man das einfach verbindet. Klar, einmal Porsche, aber halt auch Subaru. Ja, und so halt hier eben auch ein Boxermotor drin, der, wie ich finde, echt gut klingt. Ich finde, das hat schon was, auf jeden Fall. Ja, das angesprochene Bodykit, wie schon gesagt, kleiner Teaser schon mal dazu. Das gibt's dann einfach in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich mache einfach so eine kleine Doppelfolge draus. Heute ein bisschen mehr, ja, die Rallye-Gene auspacken. Wie schon gesagt, WRX steht halt auch für World Rally Experimental. Ja, könnte auch für World Rally, Rallycross stehen. Jetzt ist mir gerade kurz nicht eingefallen. Aber nee, in dem Fall nicht, ja. Ja, des Weiteren gucken wir mal, was wir sonst noch machen können. Wir könnten... Ah ja, diese Mudflaps anbringen, was wir vielleicht, das sieht man ganz schlecht irgendwie, aber ja, ich glaube, das machen wir auch. Oder, was ist da? Wir kennen gar nicht. Ah, da vorne haben wir, also den, ja, Forza-Spoiler, nehmen wir mal nicht. Ja, die Mudflaps machen wir mal dran. Flügeltechnisch könnten wir, okay, Ersatzrad, Forza-Flügel, dann diesen Flügel oder Ding weg. Nee, der bleibt auf jeden Fall dran hinten. Und dann könnte man noch die Zusatzbeleuchtung machen. Ja, komm, was soll's. Wir brauchen das. Im Rallye-Sport kann man das schon mal brauchen. Ja, Reifen, ja, kann man schon mal sagen. Normalerweise, also Geländereifen sind tatsächlich so ein bisschen klein, also das muss noch ein bisschen gebalanced werden, weil Geländereifen sind tatsächlich, die drücken den LI ein bisschen oder halten den LI, sind aber tatsächlich gerade alles, was Grip-Rennen angeht oder Schrägstrich Dirt-Rennen angeht, als auch natürlich Querfeld ein, deutlich besser als die Offroad-Reifen und die Offroad-Reifen hauen das nach oben. Klar, der Straßenhandling-Wert ist halt dadurch auch besser. Aber ja, das fällt gar nicht so zu tragen. Aber wir machen es jetzt einfach mal, ich sage jetzt mal ganz vulgär, scheiß auf in den LI. Wir machen es einfach stilistisch richtig. Wir nehmen diese Offroad-Reifen, die halt einfach mehr auch einem Rallye-Reifen entsprechen. So, Reifenbreite, weiß ich gar nicht, ob ich da so wirklich mehr will. Gut, 2,75 können wir mal machen. Und vielleicht da auch. Und ja, Spuren so können wir, glaube ich, auch ein bisschen machen. Wobei... Ja, das ist schon ein bisschen zu viel. Ja, ein bisschen kann es rausstehen. Aber zu viel will ich auch nicht. Vorne würde ein bisschen mehr gehen. Machen wir es. Wobei, gar nicht mal. So. Ja, das muss ja auch irgendwie passen. Ja, Felgen. Da kann man vielleicht kurz sagen, der S209 hat geschmiedete Felgen von BBS. Ganz klassisch, 19 Zoll groß. Und da vielleicht auch interessant, den S209 gibt es tatsächlich nur in zwei Herstellerfarben. Einmal im World Rally Blue Pearl. Ja, was wir haben. Dann gibt es die Felgen eben in Grau, was sie ja sind ja fast schon schwarz. Oder man könnte auch den S209 in Crystal White Pearl haben. Dann wären die Felgen Gold. Das würde mich auch mal interessieren. Warte mal, wir können ja mal kurz das soweit installieren und dann, ob das auch so ist, wenn ich die Farben wechsle im Spiel. Also auch mit den Felgen, dass die Felgen sich ändern. Das wäre nochmal interessant zu wissen. Würde mich jetzt einfach mal interessieren. Ja, wir gucken uns das einfach ganz cool an. Ja, so. Es gibt auf jeden Fall schon mal die zwei Farben, das ist absolut korrekt. Nee, die Felgenfarbe, also normalerweise müsste man dann jetzt hier goldene Felgen machen. Aber seien wir ganz ehrlich, das Blau ist schon geil beim Subaru, das muss einfach sein. Beziehungsweise wir können ja mal gucken, ob jemand tatsächlich ein schönes Rallye-Design gemacht hat. So ein schönes WRX-STI-Design. Bis jetzt sehe ich, ja, das, so, das ist halt ganz oldschool, aber ich würde mir so ein moderneres würde ich feiern. Ich suche einfach mal nach... STI. Also ich sprich's Deutsch aus. Klar, STI ist, glaube ich, eher richtig, aber ja, ich will jetzt auch nicht die ganze WRX sagen und so. Ach komm, ganz ehrlich, ich deutsche es einfach ein, wer da Probleme mit hat, dann ja, hör nicht hin oder schalt ab. Ja, also da machen wir jetzt keinen Heckmeck. So, ach so, jetzt sucht er natürlich, ja, das ist so dumm. Dachte gerade, irgendwie passt da was nicht. So, ja, das sieht doch schon mal sehr. Das ist auch nice. Da. Ich finde beide geil, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist aber mit dem Bodykit, deswegen passt es wahrscheinlich nicht. Aber jetzt rein vom Ding her fände ich das fast schon geiler. Als das hier. Das andere ist auch nicht schlecht, aber das hier. Das sind schon ein paar schöne gemacht. Also, das geht auf jeden Fall mehr in die moderne Richtung. Ich probiere das mal drauf zu machen. Ich gucke mal, ob es auch ohne Bodykit geht. Wenn es nicht geht, dann nehmen wir das andere.
Weil das Bodykit will ich jetzt beim Rally-Variante nicht mehr. Das Bodykit soll dann in der nächsten Folge dann einfach mit dabei sein. Komm, mach ein bisschen schneller, ey. Komm, ey. Wir haben keine Zeit. So, gucken wir mal. Ja, geht auch, aber glaube, nee, das muss schon mit dem Bodykit, glaube ich. Ja, nee, okay. Schade. Dann suchen wir das nochmal neu. Sein der Ersteller hat es auch, wie heißt der? Turnballer, okay. Hat das auch nochmal für das andere gemacht. Wir gucken einfach mal, ob wir das so finden. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das am besten mache. Ersteller. Turnballer. Oder Turnballer. So, Grüße gehen raus auf jeden Fall. Vielleicht hat er auch wirklich zwei gemacht. Das wäre ja schon cool. Hallo? Jetzt. Nee, er hat nur das eine. Verdammt. Schade. Dann, ja, suchen wir nochmal neu. Entschuldigung für diese Wartezeit. Aber schöne Optik muss natürlich auch sein. Ach komm. Das geht manchmal. Jetzt. Ja, dann nehmen wir doch das oder das an. Das hier. Dann nehmen wir das hier. Ja, wobei. Nee, da sind so ein paar Sachen drauf, glaube ich, die mir nicht gefallen, so auf den ersten Blick. Oder? Na komm, wir nehmen es einfach. Was soll's? Passt schon. Also, wir müssen jetzt keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Kann ja vielleicht den einen oder anderen Designer unter euch anregen, da vielleicht nochmal es noch besser zu machen. Vielleicht. Aber vielleicht hat das kleine Vorschaubild auch getäuscht. Gucken wir mal. Okay, hat auf jeden Fall die Felgen ein bisschen eingefärbt, finde ich nice. Okay, das gibt schon mal ein Sternchen drauf. Oh nee, das sieht gut aus. Ich dachte, das sieht schlimmer aus. Auch wenn das natürlich Ding ist. Ah, ich glaube, das ist sogar. Ist das? Ja, weil das ist das Nordschleifen-N hier. Das kann man vielleicht auch noch sagen. Es gibt tatsächlich von dieser Subaru-Generation gibt es ja eine Rennstreckenvariante. Und da hat dieser S209 ganz, ganz viele Anlehnungen. Also vielleicht, wenn wir eh schon mal dabei sind, kann man schon mal sagen, also. Ne, ich habe ja bei den Farben und Felgen habe ich ja schon was gesagt. Des Weiteren, was man sagen kann, was eine Besonderheit ist, ist halt natürlich, dass er sehr weite Radläufe hat, dass er eine 6-Kolben-Brembo-Bremsanlage hat, wobei, wie schon gesagt, die jetzt nicht so ganz zugepackt hat, wobei es liegt auch am hohen Gewicht irgendwo auch. Dann, was vielleicht auch interessant ist, dass speziell für diesen S209 entwickelte Dämpfer von Bilstein verbaut sind. Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn irgendwo hier Bilstein mit drauf ist. Nee, das ist jetzt HKS ist sogar drauf. Interessant. Also, weil, wie gesagt, das wirkliche S209 Serienmodell hat Bilstein-Dämpfer mit drin und vom Rennwagen eben, von der an der Nordschleife fährt, eben in der NLS, also in der Langstreckenserie oder auch beim 24-Stunden-Rennen, ist tatsächlich der Spoiler, ist 1:1 übernommen, beziehungsweise überhaupt der Heckflügel, als auch das Kohlefaserdach. Das Dach ist aus Kohlefaser, also richtig nice Geschichte hier auf jeden Fall. Und ich glaube, das Design ist auch dem NLS-Design nachempfunden. Korrigiert mich aber, wenn ich falsch liege. So, jetzt aber weiter im Text. Wir sind immer noch kein Rallye-Rennen gefahren, das gibt's ja nicht. Ich laber und mache, aber es ist einfach so viel Eindruck, ihr müsst es mir verzeihen. Felgen lasse ich, finde ich geil. Wir passen aber mal Kupplung an, wir passen Getriebe auf ein Renngetriebe an. Ja, wenn, dann machen wir jetzt hier geht's richtig ab. Rally-Diff rein, da müssen wir auch schon groß nichts einstellen. Auch hier gehen wir in die vollen. Dann, ja, Bremsanlage, würde ich halt sagen, müssen wir einfach ein bisschen jetzt sportlicher werden. Federn gehen wir an Offroad, das bauen wir auch ein. Und natürlich ein Überrollkäfig darf jetzt auch nicht fehlen in der Sache. Und halt Gewicht, da würde ich sagen, gehen wir auch aufs Maximal runter. Und dann Leistung. Das ist eine gute Frage bei so einem Rallye-Fahrzeug. Also ich glaube, normalerweise wäre man mit 450 PS perfekt bedient. Viel mehr Leistung ist eigentlich Quatsch, meiner Meinung nach. Aber ja, wir können, also LI ignorieren wir jetzt einfach mal. Ich würde sagen, wir machen trotzdem 500 PS, machen wir voll. Deswegen nehmen wir den großen Lader. Wir können ja auch mal kurz hören, wie es mit der Abgasanlage klingt. Das klingt ja richtig kernig. Ja, okay, das machen wir. Und dann brauchen wir irgendwoher noch 6 PS, damit wir auf 500 kommen. Kriegen wir das hin? Genau 500 PS, das wäre doch eine Traumzahl. Aber naja, natürlich kriegen wir das wieder nicht hin. Vielleicht über Kühlungsgeschichte. Ja, kriegen wir ein bisschen Gewicht wieder drauf, aber das sollte trotzdem passen. 500 PS passt, lassen wir so. Machen wir jetzt da keinen riesen Stress draus. Denn wir wollen natürlich auch mal ein bisschen Rennen fahren. Und ich möchte dir auch noch mal ein bisschen was vielleicht Geschichtliches erzählen zu dieser ganzen Subaru-Lage. Das ist ja auch noch interessant. So, ich nutze jetzt einfach mal die Fahrt zum nächstgelegenen. Nächstgelegenen ist vielleicht ein bisschen falsch, aber zu einem. Ja, machen wir das hier. Das bin ich auch noch nicht gefahren. Mal ein bisschen nutzen, dir ein bisschen was zu erzählen.
zu eben der ganzen Geschichte. Und zwar ist es ja so, dass diese WRX-STI-Modelle unweigerlich eigentlich immer mit einem Subaru Impreza verbunden waren, ja. Es gab ja viele, viele Modelle. Ich meine, da können wir auch ganz kurz mal, um da wieder eine Unterbrechung reinzubringen. Ich bin ja ein Meister, was Unterbrechungen betrifft. Das ignorieren wir mal. Da sind wir auch schon direkt bei Subaru. Wir haben ja schon echt viele Modelle, was das betrifft. Und klar, der 22B STI ist schon mal eine super Sache. Es gab aber dann eben im Jahr 2000 quasi den ersten WRX STI, wenn man so möchte. Das war dann auch der namensgebende S201. Also das ist quasi schon diese Generation, kam ein bisschen später dazu. Und der zählt halt auch zur ersten Generation. Die zweite Generation von diesen WRX STI, das ist auch ganz wichtig, da zählen die beide hier mit rein. Ja, da gab's, es gab immer mehrere Modelle, was immer zu einer Generation gezählt hat. Und zwar sowohl eben der 2004er hier und das Pre-Facelift von dem hier war der S202, ne? Also 201, dann kam der 202 und der hier aber wiederum ist der 203. Also das Vor-Facelift von dem, vom Blob-Eye, war, der auch Blob-Eye hieß, war der S202, der ist jetzt der S203, das hier ist dann der S204, wobei da gab es so viele Sondermodelle noch dazwischen, die andere Namen hatten. Also, das ist ja auch immer ganz interessant. Dann kam die dritte Generation, da zählen die beiden mit dazu hier. Einmal eben auch der Hatchback, was man jetzt hier nicht so richtig sieht, dass ein Hatchback ist. Da innerhalb dieser Reihe gab es dann den R205, es gab gar keinen S205, aber das ist nicht der R205, das ist nur halt auch innerhalb dieser Reihe. Und dann gab es eben den 2011er und da war interessant, da haben sie zum ersten Mal Impreza gestrichen aus dem Namen. Es ist trotzdem aber ein Impreza als Basis. Sie haben es nur schon mal gestrichen, weil halt Subaru gesagt hat, ja, wir wollen es ein bisschen trennen, diese WRX-STI-Geschichte von Impreza. Es ist aber im Kern, ist es noch. Also deswegen zählt es auch noch dazu, deswegen ist es alles auch noch irgendwo dritte Generation. Und auch innerhalb dieser Reihe gab es den S206. So, jetzt kommen wir ganz interessant zum 2015er Modell. Und das war tatsächlich der erste, der eben quasi nichts mehr mit dem Impreza zu tun hat. Das ist wirklich eine komplett eigene Reihe. Man spricht tatsächlich auch, dass das jetzt die erste neue Generation ist. Typbezeichnung innerhalb ist VA, ja, dass wir das auch schon mal gehört haben. Und interessant ist aber trotzdem, dass sehr viele Sachen vom Impreza übernommen wurden. Ja, Body und sonst paar Basissachen, aber trotzdem, es ist getrennt voneinander. Offiziell ist der Impreza eine eigene Reihe jetzt und eben der WRX eine, auch eine eigene Reihe. Ja, und innerhalb dieser 2015er Serie gab es ganz, ganz, ganz viele Modelle. Unter anderem auch den S207, der mehr oder weniger gleich ist zu dem hier. Ja, also der S207 unterscheidet sich nicht großartig zu dem hier. Da gab es den S208 noch und dann eben innerhalb dieser Reihe, das ist keine neue Generation, eben den S209. Große Besonderheit bei diesem S209 ist, das ist ein USDM, also quasi ein US Domestic Market, also wirklich ein Modell, was nur für den US-Markt bestimmt ist, während eben zum Beispiel der S207 oder der S208 ein JDM ist, also wirklich nur vom japanischen Markt konzipiert wurde. Trotzdem wurde der hier in Japan gebaut. Ja, der wurde dann einfach nach Amerika importiert. Interessant ist allerdings auch, dass es da sogar Probleme gab, denn in Amerika oder beziehungsweise dieser S209 läuft tatsächlich unter der Marke STI oder STI und nicht unter Subaru. Und das hat halt tatsächlich beim Import ein bisschen Probleme gegeben, aber sie haben es ja trotzdem irgendwie geschafft. Das Modell eben jetzt hier auf 209 Stück limitiert, also ein absolutes Sondermodell, wobei diese ganzen STI-Modelle sind irgendwo Sondermodelle und immer limitiert. Deswegen haben die auch einen entsprechenden Wert. Und ja, ist auch tatsächlich gar nicht mal so günstig. $64.000 knapp kostet das ganze Ding. Also das ist schon sehr teuer für so ein Fahrzeug. Aber naja, ist halt auch ein extrem krasses Fahrzeug. Das kann man, glaube ich, schon mal so sagen. So, das nehmen wir mal an. Und wir fahren natürlich mit dem Fahrzeug hier. Und ja, ich hoffe, ich konnte dich da jetzt ein bisschen mit reinholen. Es ist ein bisschen kompliziert, die ganze Geschichte. Mit den ganzen Kürzel und jetzt gehört es zu Impreza, jetzt gehört es nicht zu Impreza. Da ist es noch ein Impreza, aber steht nicht mehr im Namen. Blablabla. Man kann halt, wie gesagt, sagen, so ab dem 2015er Modell, was wir auch eben haben im Spiel, ist es eben quasi die erste neue Generation ohne Impreza. Eben Typbezeichnung VA. Und eben, es ist auch schon die nächste Generation angekündigt, die VB-Generation, also die zweite offizielle ohne Impreza, die erscheint dann eben im nächsten Jahr. Und da sind wir auch mal gespannt, was da so kommt. Neben dieser S209 ist jetzt eine der letzteren Varianten. Es gab aber auch noch so eine
quasi so eine letzte Version. Wobei interessant halt, oder das Besondere am 209 ist, nicht nur, dass er nur für den US-Markt bestimmt ist, nein, er hat eben auch einen 2,5 Liter Boxer Motor drin. Die anderen Modelle haben meistens nur einen 2 Liter. Also der ist ein bisschen, was Hubraum angeht, ein bisschen dicker aufgestellt. Und ich merke schon, okay, der lenkt nicht mehr so geil ein, wie er sollte. Ja, und keine Sorge, dadurch, dass ich jetzt viele Infos getroppt habe, wird's in der nächsten Folge ein bisschen mehr mit der Action zur Sache gehen. Was ja nicht heißt, dass diese Folge vielleicht ein paar Minütchen länger sein kann. Ich sage ja immer 25 bis 35 Minuten ist die Länge. Okay, der ist schon sehr... Uiuiui. Da müssen wir gleich im Feintuning ein paar Sachen noch anpassen. Ja, und ich fahre halt, glaube ich, immer noch gegen unschlagbare 3 Vatare. Da habe ich sowieso keine Chance. Sagen wir mal ehrlich. Ja, aber ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen abholen in die Welt der Subaru WRX STIs und auch zu diesem Sondermodell. Also falls du dich schon gefragt hast, hä, der 2015er sieht ja voll ähnlich aus zu dem. Ja, ist quasi auch dieselbe Generation noch. Nur, dass der halt natürlich ein bisschen moderner ist. Wie gesagt, diesen 2,5 Liter Motor als Basis hat. Aber ich bin mir sicher, dass unter unseren Zuschauern einige richtige Fanboys dieser ganzen Geschichte sind und da wirklich noch mehr Durchblick haben. Deswegen gerne noch viele, viele Daten und Fakten ergänzen. Dazu lade ich ja immer die Community ein. Ich finde der Austausch in den Kommentaren super wichtig. Ich sage ja auch immer wieder, meine Arbeit ist nicht damit getan, indem ich das Video hochgeladen habe, sondern der zweite Part ist natürlich auch noch, was findet denn im Austausch in den Kommentaren statt? Ja, gerade auf der Bremse gefällt er mir gar nicht. Das ist ja echt krass. Also der, als statt, dass er besser wurde auf der Bremse, ist er eigentlich schlimmer geworden. Auf der Bremse. Ich dümpel ja auch ohne Chance, auf irgendwas nach vorne zu kommen. Hier auf Platz 9 rum. Da müssen wir gleich im Feintuning mal mächtig was ändern. So können wir das nicht stehen lassen. Ja, ich glaube fast, da muss sogar noch mehr Leistung rein. Also normalerweise würde ich sagen, das ist okay. Wobei, mehr Leistung weiß ich nicht. Ich muss mal gucken, was ich gleich anpasse. Aber irgendwie fällt das Ding mir gerade gar nicht, wie es fährt. So, gehen wir mal gleich rein ins Feintuning. Und ein Rennen werden wir auf jeden Fall gleich mal nochmal fahren. Vielleicht brauchen wir auch gar nicht diese breiteren Reifen. Also, weil ich habe so das Gefühl, ich habe jetzt schon viel Grip, auch wenn es auf der Bremse jetzt nicht so geil ist, aber das hat andere Gründe. Deswegen lasst mich doch da gleich mal ein paar Sachen anpassen. So. Sag ich auch immer. Ups, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. So. Das war schnell. Sehr schnell. Naja. Wissen wir, wie schnell? Nein? Aber jedenfalls schnell. Ich wurde 8. oder 9. Also so schnell war es jetzt auch wieder nicht. So, nee, dann passen wir das mal ganz kurz an. Ja, wir wollen ja nicht unnötig die LI nach oben treiben und die Konkurrenz dadurch stärken. Wobei das an den LIs jetzt fast gar nichts geändert hat. Egal. Machen wir trotzdem raus. Ah doch, hat was geändert. 2 Punkte. Und zwar würde ich gerne... Also, wir können erstmal... Die Offroad-Reifen brauchen definitiv nicht so viel Druck. Das ist genauso wie bei den Geländereifen. Da kann man richtig runtergehen. Getriebe, würde ich fast schon sagen, könnte man ein bisschen schneller machen. Oder, ja. Auch wenn Topspeed ein bisschen jetzt fehlt. Aber gut, dann machen wir den letzten halt ein bisschen länger. Das passt schon. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Radsturz.
dann ja, deutlich weichere Stabis einfach auch. Also die sind viel zu hart eingestellt für ins Gelände. Auf Stabis verzichten würde ich nicht. In der Realität könnte man vielleicht drauf verzichten, aber ja, ich würde nicht drauf verzichten. Man kann sie einfach ganz weich stellen. Okay, der ist super weich hinten. Verstehe ich nicht so ganz. Ich würde mal ein bisschen härter einfach machen. Das können wir so lassen. Dämpfer würde ich auch ein bisschen ändern wollen. Das passt soweit. Was wir halt vielleicht machen könnten, wäre ihn ein bisschen so. Bremse ist halt so eine Sache. Ich würde ihm ein bisschen schon nach vorne legen. Vielleicht den Bremsdruck sogar ein bisschen reduzieren im Gelände. Der hat eine sehr viel Sperre, ist okay. Hier würde ich aber mehr Sperre reingeben, tatsächlich. Und das können wir eigentlich so lassen und vielleicht ein bisschen Verteilung nochmal nach hinten geben. Und dann fährt es sich vielleicht auch gleich schon mal viel besser. Und dann machen wir jetzt ein Rennen auf jeden Fall noch. Denn die Action soll ja nicht zu kurz kommen in dieser Ausgabe. So, dann machen wir vielleicht irgendeinen Sprint oder so. Da haben wir noch eins noch nicht gefahren, das machen wir mal. Und ich passe mal den Schwierigkeitsgrad an. Ich glaube, es ist keine Schande, in dem Teil nicht auf unschlagbar zu fahren. Wie viele von euch wahrscheinlich auch schon festgestellt haben. So. Also, um das auch nochmal klarzustellen, ne? Die Livery ist natürlich für eine Rennstrecke und eigentlich nicht für Rallye, aber ich finde, die geht genauso auch bei Rallye klar. So. Passen wir das mal an. Selbst gegen die wird es wahrscheinlich schwierig sein. Also Leistungen, wie gesagt, hätten wir als auch mehr vielleicht machen können. Aber ich glaube, mit 500 PS sind wir schon gut aufgestellt. Das ist schon ordentlich für so ein Fahrzeug. Ja, und die haben einfach ihren übertriebenen Start jedes Mal. Wahnsinn. Du bist einfach direkt letzter, kannst du nichts machen. Da musst du schon einen Trackreifen einbauen. Aber guck mal, jetzt... Jetzt ziehen wir doch vorne, nach vorne. So, jetzt gucken wir mal, ob das Umstellen der Bremsgeschichte sich bewährt hat. Gut, wenn man direkt in den Konkurrent reinkachelt. Das ist natürlich so eine Sache, aber ich glaube trotzdem schon mal, dass sich das alles ein bisschen besser anfühlt. Ja, ist okay, Mitsubishi. Ich hab dich lieb. Oh ja, das ist viel besser. Ja, was die Macht des Feintunings. Ja, und ich bin immer wieder gefragt, kommt ein Tuning-Guide zu Horizon 5? Ja, der kommt. Aber lasst mich selber einfach auch nochmal ganz viele Sachen ausprobieren, damit ich einfach da mit gutem Wissen und Gewissen diesen Guide machen kann. Und ich habe es schon mal gesagt, in der Videobeschreibung ist der Guide zu Horizon... Oh, das ist, glaube ich, zu spät gebremst, ne? Ja, war klar. Das war dumm. Ist der Guide zu Horizon 4 verlinkt. Und den könnt ihr genauso noch nutzen, ja? Also das, was da gesagt wird, ist immer noch, hat immer noch Gesetz, ja? Also deswegen ruhig den Horizon 4 Guide erstmal noch als Übergang nutzen und dann wird irgendwann auch der Horizon 5 Guide kommen. So, da setzen wir uns auch an die Spitze. Auf der Bremse muss man nach wie vor aufpassen, aber das ist, glaube ich, einfach auch ein bisschen bedingt. Das ist ganz schön bouncy. Vielleicht hätte ich doch die Dämpfer nicht ganz so hart machen sollen. Naja, egal. Es geht schon irgendwie. Das macht sich einfach auf der Bremse. Uiuiui. Guck mal, wie er bounced. Okay. Also noch nicht das perfekte Tuning. Aber da müssen wir mal gucken. Ja, und apropos Rallye. Ja, da wird sich natürlich der eine oder andere fragen. Ja, was ist denn mit einer Rallye-Teststrecke? Die wird natürlich auch kommen, ja. Neben der normalen Teststrecke wird es natürlich auch eine Rallye-Teststrecke geben. Aber da habe ich mir jetzt noch keine konkreten Gedanken gemacht. Ich weiß noch nicht, wann die kommt. Aber ich denke mal, in den nächsten 50 bis 60 oder so Folgen vielleicht, haben wir da vielleicht gute Chancen, auch eine Rallye-Teststrecke zu haben. Dann könnte man nämlich so ein Tuning, wie in dem Fall, hier auch direkt mal über eine Rallye-Teststrecke schicken und gucken, was so geht. Wobei jetzt auch bei den normalen Events mir schon deutliche Schwächen noch auffallen. Also gerade was die Feder-Dämpfer-Geschichte angeht, muss man noch mal ein bisschen ein paar Sachen anpassen. Der ist ja doch ein bisschen zu bouncy. Also vielleicht doch die Feder insgesamt noch mal ein bisschen weicher machen. Dann die Dämpfer auch noch mal ein bisschen dahingehend anpassen. Und dann geht auch was. Velociraptor, sehr schön, nehme ich natürlich sehr gerne mit.
cooles Fahrzeug. Und ja, aber ansonsten finde ich es cool. Fahrzeug macht auf jeden Fall was her. Schön, dass wir den dazu bekommen haben im Spiel. Und ja, wie gesagt, das war es dann eigentlich auch schon wieder. Die Zeit geht einfach so schnell vorbei wie im Flug. Aber das soll es noch nicht gewesen sein mit dem Fahrzeug, wie gesagt, in der nächsten Folge, die dann wahrscheinlich morgen erscheinen wird, geht es dann weiter mit dem Fahrzeug. Da kaufe ich ihn mir aber, glaube ich, nochmal neu. Ja, den lasse ich jetzt einfach mal so. Und dann kann ich den ja vielleicht irgendwann mal in dem Livestream oder so nochmal finalisiert anpassen, was das Tuning angeht. Also sprich mich gerne mal drauf an, in einem kommenden Livestream oder so. Dann können wir ja gerne mal das Ganze nochmal ein bisschen perfektionieren, da mal ein bisschen mehr Zeit. Und wie gesagt, in der nächsten Folge machen wir dann den Street Racer oder einen Street Racer aus diesem WRX STI S209. Da geht es dann quasi direkt weiter. Und jetzt labere ich nicht lange, das war's. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Däumchen nach oben da und bis dann. Ciao!